machst du da? Nichts. Nichts? Lüg nicht. Du bekommst deinen Verweis. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast gegen den Münzeinwurf dieses Automaten getreten. Aber der Automat ist kaputt. Wen wundert das? Dieser Automat ist kaputt, weil du ihn kaputt gemacht hast. Ich habe eine Münze in den Automaten geworfen und es ist nichts herausgekommen. Gerade sagtest du noch, du hättest nichts gemacht. Ja, jetzt. Aber vorher habe ich eine Münze eingeworfen. Fakt ist, dass dieser Automat kaputt ist. Weil du gegen den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf dieses Automaten getreten hast. Nein, er war vorher schon kaputt, als ich die Münze eingeworfen habe. Wieso wirfst du denn Geld in einen defekten Automaten? Ich wusste nicht, dass er kaputt ist. Aber die Tatsache, dass dieser Automat vor deinem Tritt schon kaputt war, gibt dir nicht das Recht, nach deinem Münzeinwurf gegen den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf zu treten. Aber ich wollte doch nur mein Geld wieder haben. Aber aus einem defekten Automaten, mit einem defekten für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf, wirst du kein Geld mehr herausholen. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass er kaputt ist, bevor ich das Geld eingeworfen hatte. Aber der Münzeinwurf ist ausschließlich für den Münzeinwurf vorhergesehen und nicht für einen Tritt. Ich weiß. Dann hast du also gegen den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf dieses Automaten getreten, obwohl du zu dem Zeitpunkt, als du hingetreten hast, wusstest, dass der Münzeinwurf ausschließlich für den Münzeinwurf vorhergesehen ist? Ja, aber hätte ich nicht gegen den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf getreten, wüsste ich jetzt nicht, dass ich mein Geld nicht wiederbekommen werde. Ja, aber woher weißt du denn, dass der Automat davor schon kaputt war? Ich hätte doch sonst nicht gegen den Automaten getreten. Weil ich mein Geld ohne zu treten sicher nicht wiederbekommen hätte, trat ich mit dem Gedanken an die Chance auf das Wiederbekommen meines Geldes zu. Also gegen den für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf. Das ist ja nun einfach festzustellen. Wenn nach Einwurf einer Münze in dem für den Münzeinwurf bestimmten Münzeinwurf des Automaten die Anzeige im Sichtfenster sich dem entsprechenden Wert der eingeworfenen Münze bzw. Münzen anpasst, ist und war der Automat vor meinem Hinzutreten und deinem Zutreten nicht beschädigt.